Flutkatastrophe Ahrtal. Wir gehen gleich live mit dem Obmann des Flutuntersuchungsausschusses. Heute werden die kompletten Unterlagen veröffentlicht und wir lassen uns updaten von Stefan Wiefelscheid, wie die aktuelle Situation aussieht. Ich sehe auch schon die Anfrage von Stefan. Ich gehe auf Bestätigen und Hinzufügen. Und hallo an alle, die hier zuschauen. Eben war ich noch im Fluggebiet NRW gewesen, habe mich da ein bisschen umgeschaut, wie es aussieht im Moment. Ähnlich wie im Ahrtal, vieles ist im Wiederaufbau und da sehe ich schon mal ein graues Bild. Das ist schon mal mehr als vor. Und da ist er, Stefan, hallo. Ja, mein Gott, haben wir es noch geschafft. Ja, wunderbar, sensationell, sehr gut. Ja, das ist die Technik, ne? Das ist manchmal schwierig. Ja. Definitiv. Gut, dass es geklappt hat. Stefan, ernstes Thema, sehr, sehr schwieriges Thema, Flutuntersuchungsausschuss, du bist der Obmann. Und ja, was ist heute passiert, was wurde heute veröffentlicht für die Zuschauer, um einfach mal eine Art Kurzversion bei den über 2000 Seiten, die hier zusammengekommen sind, den Zuschauern zu geben? Ich glaube, das ist heute der spannendste Tag eigentlich für viele Menschen im Ahrtal, weil zum ersten Mal der Untersuchungsausschuss Dokumente veröffentlicht hat. In dem Abschlussbericht über 2000 Seiten, du hast es erwähnt, man kann diesen Abschlussbericht runterladen auf der Seite des Landtags, findet sich praktisch alles, was der Untersuchungsausschuss an Beweisaufnahmen durchgeführt hat. Deswegen ist es auch so umfangreich, Tibor. Wir hatten ja 47 Sitzungen, wahnsinnig viele Zeugenvernehmungen, manche Zeugen zwei- oder dreimal sogar, Sachverständigenanhörungen und so weiter. Das findet sich alles Seite für Seite in dem Abschlussbericht auf den ersten, ja, knapp 2000 DIN A4 Seiten. Und dann schließt sich an, 2000 Seiten, ja. Also das ist man nicht mal eben so zu lesen. Ich kann es jedem empfehlen, der sich wirklich vertieft ein Bild machen will, der sich die Zeit zu nehmen. Man wird da aber einige Tage, wenn nicht sogar Wochen für brauchen. Und abschließend tut dieser Bericht mit dem Votum der Ampelfraktionen, also von SPD, Grünen und FDP. Die haben ja die Mehrheit im Ausschuss und haben sozusagen beschlossen, was die Wahrheit ist. Ja, das ist sozusagen der offizielle Abschluss. Und dann gibt es halt die Minderheitsvoten der Oppositionsvertreter von CDU, Freie Wähler und AfD, darunter dann auch mein Sondervotum. Zu finden übrigens ab den Seiten 2035, also ganz am Ende 2035. Fangen wir doch mal mit der SPD und der Ampelkoalition an. Wie ist da das Urteil, sage ich mal so, wenn wir ja schon über Wahrheit entscheiden, wie ist es da ausgefallen? Ja gut, wie zu erwarten, hat die Ampel die Hauptverantwortung bei Landrat Köhler gesehen. Das ist ja insofern auch nicht falsch. Also das findet sich auch bei mir in meinem Abschlussbericht. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wie Krisenforscher Frank Roselieb ja auch gesagt hat. Wir hatten es hier mit einem Systemsprenger zu tun. Der ehemalige Landrat hat sich halt da nicht an das gehalten, was das Gesetz eigentlich vorgesehen hat. Deswegen gab es keine Alarm- und Einsatzpläne. Deswegen wurde kein Verwaltungsstab in der Flutnacht eingerichtet. Und all diese Dinge, die ja letztlich auch schon bekannt sind. Insofern glaube ich, mit einem anderen Landrat, der die Gesetze besser ausgeführt hätte, wäre vieles anders gelaufen. Deswegen ist die Hauptverantwortung sicherlich auch beim Landrat zu sehen. Aber die Ampel schont natürlich logischerweise dann auch die Landesregierung. Und da kam es halt auch zu Verfehlungen und Fehler, die gemacht wurden. Ich möchte daran erinnern, dass im Grunde je näher das Flutereignis zeitlich näher rückte, desto klarer war ja eigentlich das Bild, welche Wassermassen wo runterkommen können. Ich erinnere daran, dass wir hatten ja den Jörg Kachelmann im Sachverständigenstand, der hat ja ausgeführt, dass man am Fluttag selber so gegen 12 Uhr eigentlich relativ sicher hätte sagen können, was da auf das Ahrtal zukommt, wenn man hätte noch genügend Zeit gehabt zu evakuieren. Diese Warnungen haben ja das Ziel nie erreicht. Und da ist aus meiner Sicht der hauptverantwortlichen Staatssekretär Erwin Manz, der immer noch leider im Dienst ist, der es versäumt hatte, letztlich dafür Sorge zu tragen, dass die Warnungen, die ja auch um 18 Uhr von der Präsidentin der FU ausgesprochen wurde, ihr bahnt sich eine Katastrophe an, dass das auch den Empfänger dann letztlich auch erreicht. Und wir reden hier um 12 Uhr am 14. Juli des Jahres 2021. Also viel Zeit bis zur Abendstunde, viel Zeit bis zur Flutwelle, die dann die untere A erreichte und ganz am Ende dann auch noch Sinzig traf.
Ja, in Bad Neuenahr und Sinzig sind sehr, sehr viele Menschen ums Leben gekommen, wie in anderen Kommunen vom Ahrtal auch. Aber das sind die, glaube ich, mit dem höchsten Schaden. Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Jetzt stellte eine Followerin gerade die Frage, warum entscheiden Parteien über Wahrheit? Vielen Dank auch für die Frage hier. Franziska. Ja, der Untersuchungsausschuss ist halt ein Ausschuss des Parlaments. Und die Mehrheitsverhältnisse des Parlaments müssen sich auch in dem Ausschuss widerspiegeln. Da die Ampel tragenden Fraktionen eine Mehrheit im Parlament haben, haben sie logischerweise auch eine Mehrheit der Stimmen im Untersuchungsausschuss. Und die Obleute sind ja gehalten, am Ende dann sich auf einen Abschlussbericht zu verständigen. Und hier war es eben so, dass SPD, Grüne und FDP sich auf ihr Votum verständigt haben. Und das lautet eben so. Und da gibt es halt eben Abstimmungen darüber. Und dann ist ja logischerweise nachzuvollziehen, dass die ja nicht ihr eigenes Votum ablehnen. Ja, so. Und wenn man halt weiß, dass die eine Mehrheit haben, ist es ja auch klar, dass dann letztlich das ist, was dann die Mehrheit eben gefunden hat. Das ist doch logisch, wenn ich selber was schreibe. Dann ist es doch mein Text, dann will ich auch diesen auch haben. So. Und das Untersuchungsausschussgesetz lässt aber zu, und das ist halt sozusagen gesetzlich vorgesehen, dass die Minderheiten, die also nicht bestimmen können, was am Ende der offizielle Abschluss ist, dass die das Recht haben, ihre Mindermeinung in den Abschlussbericht als Anlage beifügen zu können. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Koblenz, ja, du sagtest ja gerade, Herr Föhler ist ja auch Kernpunkt des Ganzen, hat ja entschieden, dass er nicht vor Gericht kommt, dass dort keine Schuld liegt. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch an sich. Wie lautet da deine Meinung zu? Also ich kann bis heute nicht nachvollziehen, was die Staatsanwaltschaft Koblenz da gemacht hat, weil es aus meiner Sicht auch falsch ist, weil die haben nur betrachtet das Geschehen in der Flugnacht selber. Also einfach gesprochen sind die hingegangen. Gerne noch ein bisschen lauter sprechen. Einfach gesprochen sind die hingegangen und haben sich angesehen, welche Handlungsoptionen der Landrat in der Flugnacht gehabt hätte. Und dann haben die gesagt, naja, wenn es keine Evakuierungspläne gab, dann konnte man ja auch keine umsetzen. Aber sie haben außer Acht gelassen, dass es ja seine gesetzliche Verpflichtung war, solche Evakuierungspläne aufzustellen. Und da liegt eigentlich meines Erachtens der Fehler der Staatsanwaltschaft, dass die zeitlich das zu eng gefasst haben. Die hätten das Feld des Unterlassens weiterziehen müssen, denn es war ja schon durch die vorherigen Hochwasser bekannt, wo Menschen mit Helikoptern gerettet werden mussten, dass man Material braucht, dass man Helikopter mit Seilwinde braucht, dass man Evakuierungspläne braucht. Das war ja eigentlich alles klar. Und das hat er nicht getan und das blendet die Staatsanwaltschaft vollkommen aus, dass es eigentlich seine Verpflichtung war, solche Vorkehrungsmaßnahmen letztlich zu treffen und zu veranlassen. Und auch, dass er keinen Verwaltungsstab eingerichtet hat, ist ja fatal. Wir hatten so eine technische Einsatzleitung, aber eine technische Einsatzleitung, die koordiniert die Rettungskräfte und ist ja weniger für das Warnen und Evakuieren zuständig. Das macht ein Verwaltungsstab, aber den gab es ja gar nicht. Spiegel war am Zeitpunkt des Abends des 14. Juli im Thema. Es wurden ja auch von verschiedenen Personen WhatsApp-Verkehr, glaube ich, war es, mit Manu Dreier gehalten, die dann irgendwie sowas in der Art schrieb, schlimm und ja, ist Anne informiert. Das war so der Kurztext, jetzt gestern nochmal gelesen gehabt, ist dann schlafen gegangen, während das Ahrtal zum Teil schon unter Wasser stand. Bis heute gab es keine Entschuldigung. Frau Dreier ist jetzt auch nicht mehr im Amt. Es gibt einen Nachfolger. Da sage ich auch an diejenigen, die ihn da kritisieren, aktuell, lasst den Mann mal ein bisschen Zeit. Der ist neu im Amt. Und ja, auch der hat eine Chance verdient, gute Dinge fürs Flutgebiet auf den Weg zu bringen. Ich hoffe, er tut es auch. Aber um auf die Flutnacht zurückzukommen, wie fällt da euer Fazit aus? Wie fällt dein Bericht aus, den du auf Seite wie viel warst, geschrieben hast? Ja, 2035, da beginnt mein Bericht, Seite 2035. Wenn du den mal ausführen würdest für die Zuschauer und das in eine Zusammenfassung bringen würdest, wie ist das komplette Fazit? Also mein Abschlussbericht ist unterteilt in drei Teile. Ich habe mir also angeguckt, die Tage vor der Flut, letztlich welche Probleme im Warnsystem bestanden, was man hätte tun, was man hätte machen können. Dann den Fluttag selbst, was da falsch gelaufen ist, und die Tage nach der Flut.
Dann habe ich noch ein Kapitel geschrieben zum Thema Verfahrenskritik. Da geht es darum, dass die Helikoptervideos uns verspätet geliefert wurden und andere Dinge. Und auch nochmal perspektivisch, was man eigentlich tun müsste. Ja, im Gesamtfazit ist zu sagen, dass aus meiner Sicht durchaus feststeht, dass menschliches Versagen auch eine Rolle gespielt hat. Nicht alles ist Gott gegeben. Ja. Es war eine durch die Naturgewalten verursachte wahnsinnige Katastrophe. Das steht außer Frage. Aber für solche Situationen gibt es eben Vorkehrungsmaßnahmen und Dinge, die man hätte tun können. Und hier spielt menschliches Versagen eine Rolle und das hat letztlich auch meinem Dafürhalten auch Menschenleben gekostet. Denn es ist nun mal klar, hätte man rechtzeitig dann flussabwärts auch entsprechende Warnungen ausgesprochen und evakuiert, hätten Tote verhindert werden können. Also soweit gehe ich wirklich zu behaupten. Denn wenn man keine Evakuierungspläne hat und keinen Verwaltungsstab hat, kann man auch nicht handeln. Ja, das ist eigentlich Conditio sine qua non, also ursächlich Wenn dafür. ich die Staatsanwaltschaft Koblenz einmal kurz zitiere, die hat ja gesagt, man kann nicht zu 100, an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass jemand dadurch gerettet hätte werden können. Ich sage mal, jeder draußen kann sich selber die Frage stellen, was passiert wäre, wenn eine frühzeitige Warnung erfolgt wäre. Also ich halte es persönlich, ich bin kein Jurist, auch kein Fachmann, aber für sehr wahrscheinlich, dass Menschen hätten gerettet werden können. Das Leben von ja, der Tochter von der Familie Ort wahrscheinlich auch. Ja, bei ihr ist ja noch der Umstand gewesen. Es gibt ja die Tonbandaufnahmen, wo die Feuerwehr ja gesagt hat, verlassen Sie nicht das Haus, sondern bleiben Sie im Haus. Aber die haben ja nicht gesagt, geben Sie sich in höhere Geschosse. Und soweit ich weiß, hat ja die Tochter wohl darauf vertraut, auf die Aussage, ist dann schlafen gegangen, ja, weil sie geglaubt hat, die Aussage trifft zu. Also hier ist es ja noch mal schlimmer in diesem Einzelfall. Aber wenn wir uns angucken, dass in der Behindertenhilfe Menschen ertrunken sind, Sind sich, die meines Erachtens, nicht hätten ertrinken müssen, wenn man Evakuierungspläne gehabt hätte. Denn das ist ja gerade der Sinn der Sache. Du schaust dir im Vorfeld an, Alarm- und Einsatzplan Hochwasser, bis wohin kann Wasser gehen, das weiß man ja. Und dann legt man als Verwaltung fest, wo sind die vulnerablen Gruppen, das wären Altenheime, das sind Krankenhäuser, das sind aber auch solche Behinderteneinrichtungen. Und dann ist doch vollkommen klar, wenn ein Verwaltungsstab eingerichtet ist, dass er zunächst mal den Evakuierungsplan abarbeitet und dann sagt, jetzt Feuerwehr, du fährst jetzt bitte dahin und holst die Leute da raus. Das ergibt sich aus dem Evakuierungsplan. Und wenn man einen solchen nicht hat und keinen Verwaltungsstab eingerichtet hat, dann gibt es auch niemanden, der daran denkt, dass da vulnerable Gruppen sind, die man rausholen muss. Ja? Und wie man das als Staatsanwaltschaft so einfach wegwischen kann, dass man sagt, das sei alles also nicht relevant, ja, das ist aus meiner Sicht absolut nicht nachvollziehbar. die Staatsanwaltschaft untersteht wem? Die Staatsanwaltschaften sind weisungsgebundene Einrichtungen, letztlich im Justizministerium. Okay. Tja, also da gab es ja auch ja, viele Leute, die gesagt haben, wir können es nicht nachvollziehen, genau wie du. Das gilt vor allem für Betroffene aus dem Ahrtal, für Menschen, die Angehörige verloren haben und die immer noch auf Antworten warten. Werden alle Antworten in diesem Untersuchungsausschuss gegeben oder findest du, dass da Dinge offen sind, die halt immer noch ungeklärt im Raum stehen? Und wenn ja, welche sind das? Also ich finde, wir haben weitestgehend die kompletten Sachverhalte beleuchtet. Und jetzt mal unabhängig davon der Frage, wie jetzt die Ampel das bewertet oder wie ich das bewerte, glaube ich, lohnt es sich für jeden, der sich tiefer mit dem Vorgang beschäftigen will, mal die 1800 Seiten Tatsachenfeststellungen zu lesen und sich eine eigene Meinung dann bilden zu können, weil wir eigentlich sehr viele Tatsachenfeststellungen darin erhoben haben. Daraus ergibt sich eigentlich das Bild, dass man hätte wissen können, erahnen können, welche Katastrophe sich da abspielt. Die Problematik ist natürlich am Ende immer, den oder die Verantwortliche dann dingfest zu machen. Und das ist in komplexen Strukturen mit undurchsichtigen Zuständigkeitsregelungen, so kann man es nicht anders sagen, natürlich sehr, sehr schwierig. Was man natürlich sagen kann, ist, dass das Land einen Fehler gemacht hat, einen gravierenden Fehler, indem es bei der Novellierung des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes nicht in das Gesetz die Verpflichtung aufgenommen hat, des Landes dafür Sorge zu tragen, dass die Katastrophenschutz Vorkehrungen in den Landkreisen auch vom Land zu überwachen sind.
Das ist schon ein gravierendes Problem, was hier zum Tragen kam. Ich erinnere nochmal dran, die Ampel redet von dem Systemsprenger Jürgen Föhler, was er auch sicherlich war. Aber er konnte ja nur Systemsprenger sein, im Sinne von, der hat sich nicht gekümmert über das, was das Gesetz vorschreibt und was man umzusetzen hat, weil das Land es nicht kontrolliert hat. Ja, das Land hat es nicht kontrolliert. Hier kam gerade nur noch kurz die Frage an, hast du zufällig noch irgendwo Ton vom Video zusätzlich an, weil der Ton bei dir wohl sehr, sehr schlecht ist? Läuft da noch irgendwas im Hintergrund? Nee. Okay. Also das ist der Hall vom Raum wahrscheinlich. Aber gut, das liegt daran, ich sitze hier gerade in meinem neuen Abgeordnetenbüro. Ich musste mich ja neu einrichten, nachdem ich in Mainz ja ausziehen musste. Und ich habe hier noch nicht alle Möbel drin stehen. Der Raum ist groß, deswegen hält der. Alles gut. Tja, die Flutkatastrophe ist nun 3 Jahre her. Der Wiederaufbau im Flutgebiet, teilweise läuft er gut, teilweise läuft er absolut schleppend. Und viele sind immer noch am Wiederaufbau. Ich war neulich bei einer Familie, die mir auch sagte, Mensch, wir werden wahrscheinlich bis nächstes Jahr Weihnachten brauchen, bis es fertig ist. Vieles läuft nicht so, wie es sollte. Aber was wäre heute? Wir haben ja heute in Hessen Hochwasser beispielsweise. Was wäre, wenn heute im Ahrtal die gleiche Katastrophe wieder passieren würde? Was wäre deine Prognose oder Einschätzung? Würde es besser laufen? Oder hast du da ernsthafte Bedenken, wie der Katastrophenschutz aktuell aufgebaut ist? Also was das Thema Wasser betrifft, besteht, glaube ich, eine hohe Sensibilität jetzt in Rheinland-Pfalz. Bei einem Krisenszenario, Starkregenereignis, glaube ich schon, dass Mann und Maus mobilisiert würde. Es gibt ja jetzt das Lagezentrum auch des Landes hier in Koblenz mit dem 24-7 Überwachung. Das ist nicht im Keller, ne? Nein, das ist auf der Höhe, in Ahrenberg, hier auf dem Berg sogar. Also wenn das absäuft, dann gibt es Deutschland nicht mehr. Ja, das ist ziemlich hoch. Okay. Also Wasser, glaube ich, wird man unter Kontrolle haben. Es gibt ja jetzt auch Helikopter mit Seilwinden. Ich weiß nicht, ob sie die Piloten schon dazu haben. Aber im Zweifel wüssten die, glaube ich, auch jetzt, wie man die Bundeswehr aktiviert, die dann zur Hilfe eilen kann. Wo ich mir nicht sicher bin, ist letztlich der ganze Bereich niederschwelliger Art. Das bedeutet also im Bereich, der noch in der kommunalen Zuständigkeit liegt. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, Großschadenslagen, ja, wo das Land dann zuständig wäre. Weil wir die gesetzliche Verpflichtung noch nicht haben, dass das Land die Standards festlegt im Katastrophenschutz und dass die auch überwacht werden. Also was niederschwelliger wäre, was in der Kreiszuständigkeit liegt, da ist noch eine Blackbox aus meiner Sicht in vielen Bereichen. Und was wir auch nicht haben, das habe ich in kleinen Anfragen abgefragt, sind Alarm- und Einsatzpläne für andere Großschadensszenarien, die nicht Wasser betreffen. Welche wären das, um auch mal da die Zuschauer mitzunehmen? Da gab es neulich auch eine Katastrophenschutzübung im Ahrtal. Erzähl mal. Also wir haben ja jetzt die Nachrichten verfolgt, dass in Italien der Ätna gespuckt hat und dass bei Neapel sich der Boden hebt und senkt. Erdbeben, glaube ich, 4, irgendwas dort war. Und ich bin ja Koblenzer Jungenschengel, also bin ja aufgewachsen mit Vulkanismus. Weil wir haben ja hier vor der Tür Maria Laach, das ist eigentlich ein aktuell nicht aktueller Supervulkan. Ja, also er ist nicht erloschen, der Kegel ist, also früher der Krater war, ist halt ein See, aber da brodelt es ja, wer da mal war, der sieht ja auch wieder die Gase aufsteigen. Und ich möchte jetzt nicht wissen, was passiert bei tektonischen Verschiebungen hier. Oder jetzt, gerade war der Ton übrigens deutlich besser, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber jetzt eben war er gut. Ja, dann machen wir mal weiter so. Dass, wenn da Erdbeben auftreten würden, haben wir eigentlich keine Alarm- und Einsatzpläne dafür. Das habe ich also abgefragt. Und Erdbeben sind Szenarien, mit denen man eigentlich im vulkanischen Gebiet rechnen muss. Auch, glaube ich, schwierig ist, wenn wir hier auf der Schiene Probleme hätten. Wir haben ja hier das Rheintal, Mittelrheintal, wo die Güterzüge durchdonnern. Das ist ja die Route Genua bis Rotterdam, dann im Norden, da fahren die Züge lang. Aber auch im Westen Richtung Frankreich an der Mosel, wenn da Chemietransporte sind oder sonstige Dinge. Das kann auch mal richtig übel werden. Und ob da das Land vorbereitet ist, ein bisschen Alarm- und Einsatzplänen, wage ich zu bezweifeln. Also man muss meines Erachtens jetzt, nachdem man das Thema Wasser abgearbeitet hat, sich auch anderen Szenarien zuwenden, die auftreten könnten.
Heißt auch Sturm, beispielsweise Tornados etc. Das sind alles Sachen, die passieren können. Es gibt eine große Anzahl von Waldbränden oder sonst was, was passieren kann, die mit eingeplant wird. Und da ist es ganz wichtig, und das ist meine persönliche Meinung, dass der Katastrophenschutz, und zwar deutschlandweit, wie es nach der Flut auch gesagt wurde, wir stocken auf, wir erweitern, wir tun, wir machen, das muss einfach deutlich mehr erhöht werden. Die Menschen, die ehrenamtlich und hauptamtlich für uns in den Einsatz gehen, um Menschenleben zu retten, um Schaden zu vermeiden, die müssen mit dem bestmöglichen Material ausgestattet werden, mit allem, was sie brauchen. Ne, teilweise gibt es ja immer noch Wehren oder auch THW, die mit altem Material ausgestattet sind und auch nichts Neues kriegen. Also wir haben ja ganz, ganz viel Geld, was wir überall ins Ausland schicken, ist meine Meinung. Und ich finde, wir sollten es auch standardmäßig beim Katastrophenschutz und bei den Hilfsorganisationen platzieren, damit die das richtige Equipment für ihre Einsätze haben. Ja, ganz genau, Tibur. Du hast das Thema angesprochen, Tornados. Das hat jetzt gar keiner auf dem Schirm. Aber ich habe jetzt letztens erst gelesen, dass dieser feuchte Sommer, den wir haben, seine Ursächlichkeit auch darin hat, dass der Klimawandel zuschlägt, die Meere erhitzen sich und dadurch nehmen die Wolken mehr Wasser auf, das hier nach Deutschland kommt. Es ist damit zu rechnen, dass wir im Herbst auch, ähnlich wie das in Amerika ist, auch stark Stürme bekommen mit tornadoähnlichen Szenarien. Das ist auch etwas, was auf Deutschland zukommen Ja, und wir hatten ja auch schon etliche jetzt in letzter Zeit, jetzt vor ein paar Wochen erst. Ich erinnere mich noch, im Dezember habe ich abends, nachts live aus Köln berichtet, wo jeder gesagt hat, was für ein Quatsch erzählt der Mann da von einem Tornado. Totaler Blödsinn, das war nur eine Windrose. Nein, es war ein bestätigter Tornado. Und die Schäden, ich meine, wenn man vor Ort war, und wir waren auch beim Tornado-Einsatz in Paderborn mit dabei, da sind wir ja vom Bürgermeister und Mike Menke nachher aufgerufen worden, dorthin zu fahren und mitzuhelfen, das haben wir auch gemacht. Wenn man die Schadensbilder sieht und die Lage, dann weiß man alles klar, das ist keine Windrose gewesen. Das war dann schon ein Tornado, weil wenn Autos von A nach B auf dem Kopf landen, dann macht das nicht die Windrose. Das ist dann schon der Tornado, wurde auch bestätigt. Also alle Szenarien, die in der Zukunft wichtig sind. Fürs Ahrtal, wie glaubst du, würde es jetzt nach dem Untersuchungsausschussbericht weitergehen? Was werden die Konsequenzen sein, die man vielleicht sieht? Was werden vielleicht auch positive Dinge sein, die zukünftig mit auf den Weg gebracht werden können? Ich glaube, da liegt bei der Landesregierung, bei Alexander Schweizer und seinem Innenminister Ebling richtig viel Arbeit auf dem Schreibtisch, weil bis auf, dass sie das Landeskatastrophenschutzzentrum mit der 24-Stunden-Lageeinrichtung jetzt auf den Weg gebracht haben und Seilwinden für Helikopter bestellt wurden, ist ja noch nicht viel passiert. Also das Landeskatastrophenschutzgesetz muss meines Erachtens dringend angepackt werden. Oh ja. Den einen Punkt habe ich eben angesprochen. Das Land muss die Zuständigkeit haben, die Fachaufsicht über die Kreise, damit klar ist, macht der Kreis den Katastrophenschutz richtig und hat er dafür das notwendige Equipment. Ja? Und dann, wenn wir ins Detail gehen, ich weiß nicht, wie viel Zeit du dafür da hast, dann will ich ja nochmal einen Satz zu ausführen. Ja klar, mach du. Alles gut. Ja, dann wird man auch nicht umhin kommen, über die Landesbrand- und Katastrophenschutzinspektionslaufbahn nachzudenken. Im Moment haben wir ja vor Ort die Brand- und Katastrophenschutzinspekteure in den Kreisen, aber die sind ja das im Ehrenamt in der Regel. Es gibt ein paar Konstruktionen, wo sie das im Hauptamt haben, aber in der Regel im Ehrenamt. Das wird man auf Dauer so nicht führen können. Braucht meines Erachtens eine neue Laufbahn der Katastrophenschutzinspekteure. Das muss eine eigene Verwaltungstätigkeit sein, mit Besoldung, um diese Bereiche dem Ehrenamt, also von dem Ehrenamt ins Hauptamt zu verlagern. Und wenn ich an die Doppelstrukturen denke, das war ja ein Riesenproblem auch in der Flutnacht, dass also in der technischen Einsatzleitung dort S-Funktionen besetzt wurden von Leuten, die zugleich bei sich vor Ort Funktionen als Wehrleiter oder sonstiges inne hatten, dann wird das so nicht funktionieren können. Man muss das personell trennen, damit man die Ebenen nicht vermischt und die Leute personell da gebraucht werden, wo sie originär ihren Einsatz finden. Und darüber hinaus, glaube ich, ist ein Riesenpunkt, und das haben wir in der Flutnacht gesehen, dass das problematisch war, dass die technische Einsatzleitung vor Ort nicht richtig verknüpft ist mit der integrierten Leitstelle. Das ist die Institution, wo die Anrufe eingehen. Die war ja in Koblenz gewesen bei der Berufsfeuerwehr. Da sind ich glaube, 4.000 Anrufe eingegangen in der Flutnacht, die gesagt haben, ich ertrinke hier in meinem Haus.
Aber diese Informationen kamen ja gar nicht in der technischen Einsatzleitung an. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also ich sag mal, man ist blind nach Hause und das haben wir in der Flut an vielen Stellen auch gesehen, dass Städte und Kommunen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber selbst Tage danach noch gar nicht wussten, was ist bei ihnen in den Städten teilweise los. Ne? Das Gleiche gilt auch bei Hilfe, die geleistet wurde. Man wusste eigentlich von vorn bis hinten nicht. 4.000 Anrufe. Was wäre passiert, wenn diese Flut an Anrufen bzw. das Feedback darüber richtig an der richtigen Stelle angekommen wäre? Das habe ich an dem Punkt, das kann man bei mir nachlesen, Aktivierung von MOBAS abgehandelt. Mhm. Mit MOBAS kann man den Rundfunk unterbrechen. Dann kommt auf SWR1 die Meldung, begeben Sie sich in höher gelegene Lagen, verlassen Sie nicht das Haus, gehen Sie unter das Dach oder wer kann, verlässt das Haus und steigt den Weinberg hoch. Das hätte man auch dann im Fernsehen sehen können. Aber MOBAS wurde nicht aktiviert, weil MOBAS ist zu aktivieren von der integrierten Leitstelle. Die lösen das aber erst aus, wenn die Auslösung durch den Verantwortlichen der technischen Einsatzleitung kommt. In der technischen Einsatzleitung war kein Landrat vor Ort, war zwar der BKI da, aber nicht der Landrat. Und die Meldungen über die ertrinkenden Menschen, die auf dem Telefon reinkamen in der integrierten Leitstelle, hatten die technische Einsatzleitung nicht erreicht. Sodass die technische Einsatzleitung zwar wusste, da muss was passieren, aber sie konnten es nicht auslösen, MOBAS, weil auszulösen geht nur über die technische Einsatzleitung. Und weil diese Informationen an unterschiedlichen Stellen ankamen, ist dann einfach nichts passiert. Tja, ja, es gibt Leute, die hätten Entscheidungen treffen können, aber sie hatten nicht die Kompetenzen, wenn man sich mal an Helmut Schmidt erinnert, der damals gesagt hat, es ist eine Katastrophe da und ich aktiviere jetzt jeden, den ich kann und auch die Bundeswehr, ist mir egal, die Konsequenzen, es muss gehandelt werden und ich handle jetzt hier. Das sind Sachen, die hätten wir in der Flutnacht in vielen Orten in Deutschland auch brauchen können. Ja, aber wie gesagt, in einem Punkt sind wir, glaube ich, ob jetzt regierungstragende Fraktionen oder Opposition, sind wir uns einig. Hätten wir einen anderen Landrat gehabt, der nicht nach Hause gegangen wäre, sondern der als Kapitän an Bord geblieben wäre in der technischen Einsatzleitung, hätte, glaube ich, auch vieles anders laufen können. Ich nehme jetzt nur das Beispiel, dass MOBAS nicht aktiviert wurde. Das ist ja seine Aufgabe gewesen, als Landrat sich darüber Gedanken zu machen, ob jetzt man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterbrechen muss, bei dem, was da an Schadenslagen und Bildern reinkam. Jo, aber auch beim Land muss man einfach sagen, Informationen lagen halt vor. Wenn ich mir angucke, was die Polizei für Informationen hatte oder das Lagezentrum im Innenministerium, die haben ja sogar einen Helikopter losgeschickt, der Videoaufnahmen gemacht hat. Die hat zwar keiner abgeholt, sie wurden erst Tage später dann überführt, die Videos. Hat in der Flutnacht keiner gesichtet, aber man hatte die Informationen zumindest theoretisch vorliegen, ja. Und das ist auch wieder sowas. Man hat an der einen Stelle Polizei sitzen, die Informationen haben, dann hast du die technische Einsatzleitung, die Informationen hat, dann hast du die integrierte Leitstelle, die Informationen hat, aber es war nicht vernetzt. Und das ist das Hauptproblem eigentlich im ganzen System. Das heißt, die Zahnräder haben nicht ineinander gegriffen, wie es eigentlich sein sollte, sondern sie haben aneinander vorbeigegriffen. Ja, genau. Das Ergebnis sehen wir. Wahnsinn. Ja, also dieser Untersuchungsbericht, man kann es wirklich nur jedem empfehlen zu lesen. Ich werde ihn auch komplett durchlesen. Ich habe es heute mal probiert, quer zu lesen. Bei der Masse an Unterlagen, da ist keine Chance. Du hast es schon gesagt. Was tippst du, wenn man den durcharbeitet, ordentlich? Wie lange ist man dran? Also wenn man den Ordner wirklich komplett lesen will, oder die Ordner in dem Fall, dann bist du schon 3 Wochen mit beschäftigt. Wahnsinn. Nur mit Wahnsinn. Lesen. Ich sage danke, Stefan, dass du uns so abgedatet hast. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten gerne nochmal rein. Ich gucke mal gerade, ob ich hier noch Fragen sehe, aber wie gesagt, ich sehe viel Feedback von Menschen, die sagen, sie finden es sehr, sehr interessant und hören auch gerne zu. Also danke an euch, dass ihr euch nach der Zeit immer noch so für Menschen engagiert. Und ich bitte auch jeden, ich setze das hier nachher nochmal drunter, die Familie Ort, da kann man immer noch spenden für die Aufarbeitung und für den Rechtsstreit, den sie eingehen möchten. Die Familie Ort hat ihre Tochter Johanna verloren. Johanna hätte nicht bei der Flutkatastrophe sterben müssen. Meiner Meinung nach gibt es noch ganz, ganz viele andere Menschen, die hätten nicht sterben sollen, nämlich keiner. Das wäre die ideale Zahl, wenn alles ideal gelaufen wäre, dass es keine Verluste gibt. Und man sieht, es gibt andere Bundesländer in Deutschland, da funktioniert der Katastrophenschutz ganz anders. Wenn man mal schaut, Bayern beispielsweise sehr, sehr gut aufgestellt in vielen Bereichen. Das hat man jetzt bei den letzten Sachen auch wieder gesehen.
Und ja, wir wünschen uns das auch von hier, dass Katastrophenschutz und Hilfsorganisationen ja, das zur Verfügung gestellt kriegen, was sie brauchen und dass auch die Warnsysteme funktionieren. Jetzt haben wir mittlerweile ja Nina und Katwan, da würde ich jetzt gerne mal drauf eingehen. Was ist mit den Warnsignalen im Ahrtal? Wie ist es deiner Meinung nach die aktuelle Situation? Es gibt ja die Messstationen, ne? Altenahr beispielsweise oder auch viele andere. Wie ist das so? Ja, wir haben im Untersuchungsausschuss uns ja auch mit Nina und Katrin befasst. Da gab es damals technische Probleme, die aber aus meiner Sicht, so wurde es zumindest mitgeteilt, zwischenzeitlich abgestellt sind. Diese Systeme sollten mittlerweile eigentlich reibungslos funktionieren, dass die Meldungen dann auch auf den Handys der Leute rauskommen. Ja. Aber was immer noch nicht geregelt ist, ist tatsächlich MOVAS. Das haben wir bisher noch keine Änderung der Richtlinien. Ich habe ja angeregt, dass MOVAS erweitert werden muss, dass auch andere als die bisher in der Verordnung vorgesehenen Verantwortlichen das auslösen können. Das hat das Ministerium bisher nicht gemacht. Das ist halt nicht gut. Also nimm mal an, ich möchte ein Beispiel nennen, das habe ich auch damals gemacht. Wenn in der technischen Einsatzleitung MOVAS aktiviert werden kann, wenn die technische Einsatzleitung das mitteilt, was macht denn eine integrierte Leitstelle, wenn es gar keine technische Einsatzleitung mehr gibt? Nimm doch mal den Fall, ja, dass im Landkreis Main-Koblenz Vulkanismus auftritt, die Erde tut sich auf und das Ding ist weg. Dieses Gebäude ist eingestürzt im Erdbebenszenario. Es gibt keine technische Einsatzleitung mehr, weil alle tot sind. Da kann MOVAS nicht ausgelöst werden, weil die bei der integrierten Leitstelle darauf warten, dass aus der nicht existenten technischen Einsatzleitung ein Befehl kommt. Das geht nicht. Also die müssen daran, damit das Auslösen und Erbrechen des Rundfunks auch durch Dritte ausgelöst werden kann. Wahnsinn. Es gibt einem zu denken, wie es weitergehen soll. Und ja, jetzt sind die politischen Kräfte vor allem gefragt, Dinge auf den Weg zu bringen. Bei manchen habe ich die Hoffnung verloren, bei anderen hoffe ich, dass Hoffnung reinkommt, auch mit dem neuen Ministerpräsidenten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ganz, ganz viele. Der hat einen Riesenfund Arbeit, was vor ihm liegt. Wie bewertest du da die aktuelle Situation? Man muss ihm jetzt wirklich die Chance geben. Also man sagt ja im politischen Raum 100 Tage und dann guckt man mal, wie es sich entwickelt hat. Die gebe ich ihm jetzt auch. Er hat jetzt die Zeit in der Sommerpause, glaube ich, auch das ganz glücklich gewählte Übergang, sich einzuarbeiten und dann wird er im Herbst liefern müssen mit seinem Kabinett. Ja, so sieht das aus. Also Wiederaufbau Ahrtal in Ordnung bringen, der Sicherheitsdienste, die Meldewarnungen müssen ja angegangen werden, Katastrophenschutz und Arbeit ohne Ende, auch 3 Jahre nach der Flugkatastrophe. Ja, ich sage vielen lieben Dank an alle, die zugeschaut haben. Vielen lieben Dank an dich, Stefan, dass du uns da kurz abgedatet hast. Und ja, jeder ist eingeladen, das Ganze nachzulesen. Wo kann man es finden? Ja, auf der Seite des Landtags, auf der Startseite ist sogar direkt dann platziert der Link und da kann man das PDF dann downloaden. Super. Stefan, vielen Dank. Video gerne teilen und ja auch zukünftig hier dabei bleiben. Aktuelle Sachen aus der Flugkatastrophe und andere Sachen. Stefan, einen schönen Tag und danke, dass du Zeit hattest. Wünsche ich dir auch. Ciao, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Sei auch zukünftig mit dabei. Einfach dem Kanal folgen und nichts verpassen.